Hallo, liebe Pico-Freunde. Wenn ich so jeden Tag durch die Fertigung gehe, da sehe ich immer irgendwas, von dem ich meine, das könnte Sie vielleicht auch interessieren. So war es in den letzten Tagen, dass ich die Fertigung des Wascosa Schiebewandwagens oder Schiebeplanenwagens gesehen habe und dachte, Mensch, sieht doch toll aus. Sehen Sie mal, welcher Aufwand da getrieben wird. Da mache ich ein paar Videos von, zeige es Ihnen. Mein Ziel war es eigentlich, dann auch die Montage des Wagens zu zeigen, aber Pech. Die Montage erfolgte dann an einem Tag, an dem ich nicht in der Firma war und ich fragte, was ist los? Ja, ist alles eingepackt, alles in der Schachtel schon. Naja, habe ich gedacht. Gut, dann schauen wir uns halt nachher mal die Bedruckung des Wagenbodens und des Chassis und der Plane an. Ist ganz interessant und der kommt jetzt demnächst dann in Container und ist in ungefähr 2 Monaten im Handel. Zum Abschluss an dieses Video nochmal was ganz was anderes, keine Modellbahn, sondern was bei uns auch gerade heute vonstatten gegangen ist, zeige ich Ihnen mal was anderes außer Modellbahn. Seien Sie gespannt, was es wird. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesmal einem etwas kürzeren Video und die E32 kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich dann, wenn wir dort die Montage komplett gemacht haben. Also viel Spaß. Hier will ich Ihnen mal zeigen, wie aufwendig der Druck der Stirnseite des Wascosa Schiebeplanwagens ist. Sind da dran. Jetzt schauen wir uns das mal an. Geht hier um diese Bedruckung. Jetzt sieht man mal, was für ein Aufwand hier betrieben wird, um nur die Front- oder die Rückseite des Schiebeplanwagens leicht zu bedrucken. Tschüssi. Und neben der Stirnseite möchte ich Ihnen jetzt auch noch mal die Bedruckung vom Wagenkasten zeigen. Also da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Drucke drauf. Und dann wird es dann natürlich noch mal anschließend ordentlich kontrolliert. Und so sieht das dann aus. Kleine Gruppe hier, kleine Gruppe da. Schon alles sehr aufwendig. Und hier drucken wir jetzt noch mal den vorher gedruckte Plane vom Wascosa Schiebeplanwagen. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viele Drucke es sind, aber offensichtlich wieder eine ganze Menge. Und hier haben wir nochmal das Untergestell von Wascosa. Und jetzt die
schauen wir uns mal an. Heute gibt es was Besonderes zu sehen. Wir fällen einen Baum. Ich hoffe, es klappt alles ganz gut. Schauen wir mal uns das an. Wir haben es geschafft. Nichts ist passiert. Der Baum liegt genau da, wo er liegen sollte. Prima. Warum haben wir den Baum gefällt? Weil der ziemlich viele Früchte trägt und jeden Morgen ist der ganze Hof voll und unsere Mitarbeiterin muss den immer wieder sauber machen. Okay, mal was anderes. Nicht nur Modelleisenbahnen gibt es hier in China. Und das ist ein ganz schönes Exemplar, was wir da umgelegt haben. You did a good job. Good. Ja, very good, good. Big tree, ja? So, und das waren die Corpus Delicti, die uns nicht gefallen haben. Ja, der Baum ist in den letzten 11 Jahren so gewachsen. Da sieht man mal, was hier die Natur vonstatten bringt. Relativ schnell wächst hier alles auf. Okay. Also dann beschäftigen wir uns mal wieder mit den Modellbahnen.